Januar 1930. 1930? Jawohl. Und der werte Herr? Ja, Otto Robert Vogel. Geboren. Ja, schon geschrieben. Geboren 23. März 1926. Jawohl. Und welchen Beruf habt ihr? Maler. Ja. Und ich war Verkäuferin im Coop Davos. Das war noch ganz eine kleine Bude. Im Coop? Ja. Der Horlaube aus? Nein, im Dorf. Dort war hinten dran eine Pension. Wo jetzt die Versicherung drin ist, Winterthur-Versicherung? Nein, der Spar ist jetzt drin. Spar. Ja. Und wir haben eine kleine, wir haben Messerei, haben also Lebensmittel, wir haben Fleisch, Patisserie, Geschirr und alles, noch Teigwaren und Mehl und das, alles offen. Das ist noch nichts ein bisschen abpacken, wenn sie nicht sind. Alles, Gut. Dann ist dann von Rupp der Mädchenname. Ja. Okay. Papa hat ein Geschäft gehabt. Sanitärinstallationen, Velo, Schlosserei. Gut. Wenn eine Tischmerstrasse. Okay. Wir gehen jetzt zuerst ein bisschen in die Zeit zurück, wo eben der Krieg war. Ja. Oder sagen wir, wo der Krieg dann bald zu Ende war. Ja. Von dem Viertel, das da drauf ist, haben wir schon mal angedeutet, was das genau ist. Ja. Könnt ihr noch mal erzählen, was das jetzt war? Ja. Was sehen wir auf dem Viertel? Das ist die Luftwaffe. Das waren amerikanische Soldaten. Die konnten hier 14 Tage in die Ferien kommen, in die Schweiz, von Tirano, von dort umeinander. Und die waren in diesen verschiedenen Pensionen und Hotels einquartiert. Und die hier, die zwei hier und noch mehr, sind dann zu uns gekommen, Velo mieten. Dass sie können, Sackgeld haben oder Uhren können sie Velo kaufen. Und mein Mann, der hat dann so eine Jacke da gepostet. Und dort haben wir zuerst mal, also der Papa hat, die Mama war mehr da, weil der Papa Militär war. Er war dann schon davor Flüeler und zwei Jahre in Süß. Und dann hat die Mama so Geld haben für das Nötigste mit Velo vermieten. Und zeitweise hat sie dann, wenn sie Hosen bekommen, hat sie so Wollhosen gehabt, so feine. Und Hemper. Und dann haben sie mit dem gezahlt. Oder um ihr Gaufen haben Kaugummi gekriegt. Chewing-Gum haben wir zuerst mal gehabt. Und dann haben sie auch Kugelschreiber verkauft für 25 Franken das Stück. Dann hat es geheißen, man könne unter Wasser schreiben mit denen. Und wir in der Schweiz hat man das noch nicht gekannt, das haben wir natürlich auch gekauft. Aber auf den Banken und so hat man nicht dürfen unterschreiben mit denen. Das war verboten. Und das Mädchen? Das Mädchen ist meine Schwester, die jüngste Schwester. Die war 13 Jahre jünger als ich. Die ist eben während dem Krieg noch geboren, im 1943. Und die hat natürlich die haben den Narren gefressen an dem Kleinen. Sie war eine Herzige. Und blond und geweckt. Und wegen der haben wir noch viel Kaugummi bekommen. Dann haben wir sie auch auf den Arm und sind quasi durchgelaufen. Und hallo, Baby. Und so ist dann im Jahr die Foto entstanden. Wer hat die Fotos gemacht? Das hat Mama gemacht. Mama hat viel gefotet. Und die Amerikaner natürlich auch. Aber wir haben es nicht von denen. Mama hat damals gemacht. Also wirklich sehr viel hat sie uns Kind gefotet. Und da sind wir ihr dankbar. Ja.
Jetzt wundern Sie sich nicht, dass während, wenn Sie am Reden sind, dass ich so mucksmüsli still bin. Dass ja. ich nichts sage. Das hat einfach wegen dem Film, damit das meine Stimme dann einfach nicht reinkommt, dass man so schön wie möglich ihre Stimme hört. Jetzt, wenn man glaubt, gerade mal schnell die Jacke da ins Ding nehmen. Nehmen wir doch mal einfach mal die Jacke gestellt, einfach so in die Hände nehmen und mal so ein bisschen nochmal her sitzen. Ja. Und dann tun wir die Jacke nachher nochmal. Noch detailliert, noch schnell abfilmen und füttern. Nein, weißt du, dass der Arm auch gesehen ist? Doch. Also, Herr Vogel, erzählen Sie mal etwas über die Jacke. Was ist das und von wo haben Sie es und warum haben Sie es? Ja, das war ein Seltenheitskauf. Und zwar im Winter, dann auf der Wolga. Vermutlich im 1946. Das waren die Amerikaner am Skifahren, am Üben. Die hätten noch nicht können Skifahren. Die haben vermutlich das erste Mal Schnee gesehen. Und da hat so ein Amerikaner die Jacke angehabt zum Skifahren. Und es war noch warm gewesen, dann hat er sie ausgezogen. Und ich habe das beobachtet und bin ich her und habe die Jacke so in die Hand genommen. Und dann habe ich den angesprochen. How many? Und der wollte zuerst über 300 Franken wollen, und das habe ich natürlich nicht zur Verfügung gehabt. Dann haben sie können abjuden auf 170 Franken. Und dann haben sie können bar zahlen. Und dann bin ich daheim mit der. Das war natürlich ein ganz super Kauf. Ja. Dann habe ich dann immer angelegt für den Hockeymatch. Wir haben vorhin noch keine Halle gehabt. Das war alles öffentlich. Also offen war, und ich habe mit dieser Jacke da gestanden nicht, und da überall schon zugemacht. Die haben sie mir natürlich verbunden. Die habe ich natürlich. Haben wir dir ein bisschen Sorge gegeben, nicht? Darum ist sie eigentlich noch relativ noch im guten Zustand. Nicht? Wer benutzt sie jetzt? Wird ihr noch getragen, die Jacke? Im Winter, ja. Aber nicht von mir, vom Sohn. Warum? Die habe ich ihm gegeben. Ich brauche die nicht mehr. Er hat aber gehört gehabt. Und er hat auch für zum TÜV fahren, hat er die angelegt. Ja. Weil das hat schön abgehebt, die Luft. Und, und er hat natürlich schon aufgefallen mit einer so Jacke. Ja, die hat er. Das ist natürlich schon schwer. Und der Martin hat es einmal mit, der ist mit dem Chef, mit dem Hildering, durch die Flüge fahren. Da durfte er einmal mit dem einen Flug machen, vor der Gatz rauf. Und da hat er die angelegt. Boah, wo hast du die her? Und das ist so ziemlich ein Einzelstück. Ich habe nie so eine gesehen. Nicht oft. Da gekauft. Ja. Und da habe ich nie so eine gesehen. Jetzt hat er sie schön einbalsamiert. Ja. Das ist ja, man sollte sie schon ein bisschen Träger, weißt du? Er hat auch einen neuen Reissverschluss machen lassen. Mhm. Und das Leder ist wie eingeschmiert. Mhm. Ja. Ja, die hätten ein paar Wellen abkaufen. Ja, ja, der hätte die Tür können verkaufen. Nein, ja. Ist wahr. Aber jetzt noch was? Ja, natürlich. Nochmal zurück in der Zeit, während des Weltkriegs. Was war denn das Haupteinkommen gewesen? Mit womit haben sie sich durchgeschlagen, ernährt, verdient? Wie war der Alltag gewesen? Also, wir haben, der Papa ist ja zuerst eingerufen. Er hat schon gewusst, dass es Krieg gibt, weil er Feldweiber war. Und dann haben wir einmal Vorräte eingekauft, hat er uns, weil wir sind schon 6 Kinder gewesen. Und haben immer noch Cousinen gehabt, die kränklich waren, immer den ganzen Sommer von Zürich auf und so. Und dann im Krieg auch Flüchtlinge, also Judenkindchen. Hat Mama immer genommen, wenn ich ins Weltschau kam, hat sie eins für mich genommen. Und vorher vom Rotkreuz aus, die haben gesucht. Und ihnen war nicht zu viel, noch eins mehr zu uns haben. Und ernährt haben wir uns hauptsächlich von Polenta. Am Morgen, am Abend, am Mittag. Aber sie hat gute Soßen gemacht. Und sie war Köchin und hat
mit nichts ein gutes Essen zu Bett gebracht. Also gehungert haben wir nie. Oder Hafermus, selbst haben wir lieber Polenta gehabt. Als Hafermus, Porridge gelohnt. Und da haben wir einen grossen Garten gehabt, vor dem Haus mit sämtlichen Gemüse, die es gibt. Und vor der Gemeinde aus hat jede Familie einen Herdöpfelacker machen. Und wir haben den Blödsten bekommen, hinter dem See, auf so einem steilen Bord, dort sind Häuser dort. Wenn es geregnet hat, ist der halbe Tang. Acker drunter, sind immer mit einem alten Poppenwagen immer wieder das Zeug rauf. Und wir hatten es eigentlich lustig. Es sind immer noch Nachbarskinder auch mitgekommen, weil es immer lustig zu uns hergegangen ist bei uns. Ja. Und eben, man mit viel Vorräte zutun. Da haben wir viel schwimmen. Hat sie uns weggeschickt, wenn wir Ferien hatten. Bis am Mittag haben wir so 10 Kilo Korb voller Eierschwämme geholt, einen voller Steinpilz dort auf der Bünde im Wald. Jetzt ist es voller Häuser, jetzt kann man keine mehr finden dort. Hat sie mit Beeren Konfi gemacht. Dann haben wir Kümmel gehabt. Dann hat sie auch gekocht und eingemacht in Sterilisiergläsern. Wir hatten einen Keller wie ein Geschäft. Und Pilze gemacht, Früchte gemacht, wenn sie gekriegt hat vom Unterland. Und da haben wir auch Hennen gehabt. Da haben wir immer Eier gehabt. Enten. Ja, Ei. Zoo. Haben dann so auf die Art Wildhäuser ihr eigenes Essen ja, sozusagen besorgt? Wir haben eigentlich einen Umschwung gehabt vom Haus, dass wir das können. Alle nicht. Wenn es natürlich in einem Haus war, wo kein Garten hatte, die haben nichts gehabt. Und wie haben die das gemacht? Ja, die haben, weiss ich auch nicht, die haben einfach, sind reduziert gewesen im Essen. Ja, die haben doch gehandelt. Ja, mit Geld. Wie wir, Mama hat viel mehr ja Punkt gebraucht, oder, für die Lebensmittel. Man konnte ja nichts können kaufen ohne. Und wir hatten viel Textil und Schuhpunkt. Und Mama hatte kein Geld gehabt, um neue Kleider zu kaufen, Schuhe. Das hat mir so ausgedreht. Da sind so noble Frauen gekommen, die Geld hatten und hätten gerne ein Kleid gekauft. Da sind sie gekommen, ja, Frau Rupsi, jetzt herzige, liebe Kind. Du warst gar nicht wahr. Nur das Punkt kriegen. Dann haben sie schlussendlich rausgekommen. Schuhe oder Textilpunkte. Und dann haben sie aber dafür Polentapunkte geben. Oder etwas, was die nicht so gerne hatten. Und dann konnte Mama wieder das kaufen. Ja. Jetzt noch eine zwischendrin Frage. Ich weiß nicht, von welcher Familie aus irgendjemand hat das Velo-Geschäft gehabt? Ja, wir. Velo. Sanitäre Installationen, Velos, Schlosserei. Aber eben, der Papa hat einen invaliden Arbeiter gehabt. Der hat ein Lamsbein gehabt. Und der war nur allein im Geschäft. Dann. Der hat den Velo geflickt. Fertig ins Militär. Ja, der ist nicht eingerückt, auch nicht Zivildienst, oder? Dann hat sie so, ja, viel ist nicht reingekommen. Der meiste ist mit diesen Yankee gekommen. Da. Dort hat sie können wieder Brot kaufen und so. Oh, mit Brot, das ist auch etwas. Da hat man ja noch dürfen eintägiges Brot kaufen. Bäcker, nein. Ne? Wohl. Dort muss er einen Tag alt sein. Ja, noch zweitägig. Und nachher hat Mama ein Buch, sie hatte einen Buchhalter. Und dann hat sie immer gutes Neune gegeben. Und dann hat sie das Brot aufgebacken und dann gegeben. Und dann, ja, Frau Rupp, von wo haben Sie das Brot gekauft? Ja, vom Weber. Und dann ist der aufs Rathaus und hat der Weber gezeigt, er verkaufe frisches Brot. Dann ist die Polizei zum Weber. Dann sagen sie, das stimme ich nicht. Wer das sage, ja, eben, bei Frau Rupp habe ich einen frisches Brot gegessen.
Und dann sind sie zur Mama und sie hat gesagt, ja, ich kann das aufpacken im Backofen, oder? Dass er ein gutes Znüni hat. Voilà. Und dann hat er es gehabt. Danke vielmals, sagt man da. Ja, ja, das ist also eine Szene, ich weiss noch gut, wie sich die Mama aufgeregt hat. Da will sie dem etwas Gutes machen und der geht gerade gut sein. Ja. Das Velogeschäft, eben, das ist auch, ja. Ich gehört, die Soldaten haben viel dort gemietet. Ja. Die haben das gemietet am Morgen und am Abend gebracht. Oder, ja. Und die Mama hat eben mit dem können noch Brot und Zeug, was gerade dringend war, kaufen. Milch haben wir genug, weil wir ein Haufen Kinder waren und die haben immer noch zusätzlich Milch gekriegt. Das haben wir immer genug. Und Brot hat Mama uns Säckli gemacht. Jeder hat ein Säckli gehabt. Und so ein Stück Brot, das ist vielleicht zwei Schnitte, hat sie jedem gebracht im Tag. Und dann haben wir können zum Morgen das essen. Dann war es halt weg gewesen, oder für das Neune mit. Und ja, weil eine Schwester so eine Tasche war, die hat immer eben uns auch noch weggeschnappt. Darum hat Mama den Säckchen gemacht. Von der Familie Vogel aus, Eltern aus, was mit Essen, ihr hättet schlimmer gemacht. Haben die Eltern aus Geschäft gehabt, oder ist das? Ja, mein Vater hat einmal, der ist 1909 nach Davos gekommen und hat dann da ein Malergeschäft eröffnet. Er hat viel Arbeit gehabt, er hat mal bis zu 30 Maler gehabt, weil er dort Schatzalp oben geschafft hat. Aber das war alles vor dem Krieg gewesen. Nach während dem Krieg war das natürlich ganz anders gewesen. Da haben wir natürlich jetzt nicht mehr viel Arbeit gegeben, es war auch kein Geld rum gewesen. Und ich bin während dem Krieg, also in den 40er Jahren, bin ich aus der Schule gekommen. Und dann, in dieser Zeit, war das Mode, dass man ins Wäldchen ist. Gehen Französisch lernen. Oder einfach von der Haie weg. Und da bin ich, habe ich auch gefragt, hat mich, ob ich darf, auch, ich will auch ein Jahr ins Wäldchen. Ja, wenn du willst, dann kannst du gehen. Und dann bin ich abdampft durch Sennelesche. Man kann nicht gewusst, wo das ist. Aber es war eine ganz interessante Sache dort. Es war während dem Krieg und das ziemlich nach der französischen Grenze. Und dann haben wir gehört, damals, wenn die Deutschen dann geschossen haben, haben die Kacheln in den Gestell, haben dann alle so zittert. So haben wir das auch mitbekommen vor dem Krieg. Sonst wegen Essen und so haben wir dort nicht viel gemerkt. Die haben alles gehabt. Die haben, ich war in einem Restaurant und bei einem Bauer. Der hat ganz chemisch voller Fleisch gehabt, mit Schinken. Ich weiß auch nicht, wo er das hergekommen hat. Keine Ahnung. Nein, er hat immer alles gehabt dort. Ja, dann bin ich ein Jahr lang dort gewesen. Im 51 bin ich heimgekommen. Was hast du wollen machen? Dann habe ich mal in die Lehre. Weg hast du nicht können von der Fuss. Ne? Dann habe ich beim Vater die Lehre gemacht. Arbeit hat er so. Es ist so gegangen, mal dort eine Küche streichen, dort wieder mal ein Zimmer streichen oder eine Gartenbank oder irgendetwas. Es war nie so viel los gewesen. Im Winter sowieso nicht. Und ja, nur in den Lehrjahren haben wir auch gewisse Sachen erlebt. Das ist zum Beispiel, wir haben in der Werkstatt eine Holzheizung gehabt. Und das Holz war seinerzeit auch rationiert gewesen. Das heisst, du musst auf dem Rathaus hast du ein Ding bekommen, das sagen wir ein Klafter oder anderthalb Klafter Holz hast du von einem Bauer beziehen. Wenn du hast, aber belegt man es auch. Und an einem schönen Tag sind da zwei Herren gekommen mit Hüten. Vater war dann noch in der Finke da gewesen, die waren bereits beim Übergewände. Er hat uns gerade verhaftet. Ich habe gerade mitgekommen und gesagt, ja warum? Ja, das sagen wir dann schon. Mein Vater hat gesagt, Papa darf so wenigstens noch Schuhe anlegen. Dann haben sie uns aufgenommen ins Rathaus. Im Rathaus ist zuerst der Vater da gekommen.
Dann ist er rausgegangen und hat gesagt, was ist denn los? Ja, das siehst du schon, darum habe ich hin müssen. Jetzt war Folgendes gewesen. Ein Federspiel hat der Kaiser, Hans Federspiel, der hat uns Holz gebracht. Und zwar Klafterholz. Jetzt hat er auf dem Klafter etwa 4-5 der ein Schittli mehr drauf tun. Das hat einer gesehen und hat ihn angezeigt. Und jetzt sind wir natürlich schuld gewesen, weil der uns das Holz gebracht hat. Wir haben gesagt, wir können doch das nicht kontrollieren, wenn wir ein Klafter Holz bestellen. Können wir doch da nicht nachmessen, ob jetzt da etwas mehr drauf ist oder nicht. Auf jeden Fall haben sie den Federspiel eingesperrt. Ja, wegen dem. Und wir haben nichts bekommen. Also, uns ist es aufgegangen. Wir haben das gar nicht gewusst. Ne? Und wie lange ist er eingesperrt gewesen? Also ja, etwa 3 Wochen hat er schon gehen. Ja, ja. Ja, er hätte, glaube ich, noch anderen Kunden glaub, auch noch ein bisschen mehr Holz gegeben, als was er hätte dürfen. Das hat es dann eingesperrt. Ja. 3 Wochen. Wie war das eigentlich gewesen? Holz ist ein gutes Stichwort. Ja. Man hätte ja nur können eigentlich über die Werke Holz haben. Ja. Ja, oder Leseholz. Eben Leseholz im Wald. Leseholz, ja, ja. Aber nur dünn, was am Boden gelegen ist. Und dann Zapfen. Und dann Zapfen. Zapfen haben wir auch müssen holen. Dann Zapfen sind wir mal hier oben. Ja, hast du auch nicht einen dürfen. Das ist, jeder hat sein Revier gehabt. Wir waren natürlich auch wieder im steilsten Ort gewesen. Da haben wir ein feines Vieri mitgekriegt, jeden einen Sack. Da haben wir hier Zäpfle drauf. Oben abgehockt und von essen und dann sind uns die Säcke ab und das letzte war nicht mehr drin. Aber eben so selber Holz schlagen, so, das ist nicht nein. Wir mussten einen Leseschein holen und der hat 10 Franken gekostet. Das war eine Berechtigung, das hast du in den Wald mit einem Wägeli. Ja. Und dann mit einem Sack oder wieder irgendetwas. Eine Sage hast du nicht mitnehmen sagen und auch keine Axt hast du mitnehmen. Mhm. Nichts hast du mitnehmen. Und wir als Buben, wir haben dann Folgendes herausgefunden. Wir haben dann einen dünnen Strick genommen, vorne einen Stein angebunden. Und bei den Lerchen, wo die dünne Lerchen waren, übergeschmissen und dann eingewickelt und dann gezogen. Dann sind wir dort einen Nest oben nachbekommen. Natürlich. Den haben wir dann mitnehmen. Das haben wir dann so gemacht. Das teure Zeug haben wir alles oben runtergerupft. Wir sind immer ein paar, die wir in der Wand sind. Sagen wir, am Samstagnachmittag oder am Mittwoch, wo man in der Schule ist. Nachher natürlich, wo ich der Lehrer bin, ist natürlich mit dem nichts mehr gewesen. Aber ich weiss auch, während der Lehre, ein Bauer hatte einen Holzschlag gehabt, 103 Schalb, einen Ackerl. Und dann hat er gesagt, wenn wir ihm den Test von unten vom Bach aufträgen, auf die Alpstraße rauf, dann können wir die Hälfte haben von diesen Nest. Und dann bin ich dann rauf in der Lehre mit dem anderen Lehrer, der sie rauf und hat so eine Woche lang Nest aufgetragen auf die Straße. Und dann haben wir dann die erste bekommen, gratis. Aber wir gleich müssen einen Beleg haben, gell? Sonst hätten wir sie eben nicht bekommen. Nicht? Aber wir müssen nichts zahlen dafür. Müssen nicht zahlen. Ja. Das war schon eine harte Zeit gewesen, ja. Und zum Führen hat man auch gemacht mit Zeitungen. Die haben wir eingeweicht in eine Gelte. Und nachher haben wir so Presse gehabt, haben wir Bricke gemacht und trocknet dann vor dem Haus. Und dann haben wir auch verbrennt. Ja, das habe ich auch festgestellt, ich habe schon mehrere Leute das interviewt, also die Sachen mit dem Märkli und die Rationalisierung ist also schon sehr streng gehandhabt worden. Ja. Ist kontrolliert worden. Ja, hast du schon nichts gekriegt, ohne Märkli hast du nichts gekriegt. Ja, mit... Aber es ist noch viel geschmuggelt worden. Oder die Tusche. Ja, unter der Hand. Ich weiss, ich habe einen Götti gehabt. In Wienisau in der Innerschweiz und der hatte eine grosse Möbelfabrik gehabt. Und dort sind ein Haufen Bauern, haben auch dort geschafft. Nicht? Und dann hat Götti eine schöne Kiste gemacht, Holzkiste. Und dann hat er uns raufgeschickt mit den Eiern drin. Er hat die Eier von diesen Bauern bekommen. Nicht? Und wir hatten dann die Eier gehabt. Das hat auch niemand gemerkt, dass wir das so machen können. Ein Bauer hat seinerzeit pro Huhn hätte 2 Eier im Monat behalten und die anderen müssen abgeben.
So ist das gegangen. Und ich meine, ein Nachbar von uns hat im Engadin Dienst gemacht. Und dann hätte er können ein Schäfli kaufen, ein Lämmli. Das hätte die Art, glaube ich, nicht mehr angenommen oder was. Dann hat er das daher gebracht und unsere Nachbarin hat das Schäfli mit der Milch, mit Milch und so aufpäppelt. Und dann ist das ein wunderbares, schön grosses Schaf im Herbst. Dann hat die Frau gemeint, jetzt kann sie es gehen, Metz genommen und hat sie etwas Fleisch. Die hat nicht 100 Gramm bekommen. Alles hat die Metzger gerade beschlagnahmt. Hat nichts bekommen. Sie hat sich, glaube ich, nur Salz, das Fleisch, Salz, aber Fleisch hat sie nichts bekommen. Ja, das war noch eine harte Sache. Ich weiß mal, mich erinnere, mein Vater hat einmal von einem Bauer, wir haben noch viel bei den Bauern geschafft, eine Henne heimgebracht, ein Suppenhuhn, 30 Franken, die kostet. Dann haben wir eingesperrt, hat sie ein Ei gelegt. Dann haben wir gesagt, nein, die haben jetzt nicht. Die behalten wir jetzt noch. Wir haben 2-3 Eier vielleicht im Monat gehabt von dieser Hähne. Das war ein harter Scheib. Dann haben wir sie dann gleich müssen Metzger eine Suppe gemacht. Essen hätte ich vielleicht können, die schon gesehen. Zeig ich will hätte. Das waren so Sachen. Wir haben einmal eine andere Episode. Ich erinnere vielleicht die Ziernüsse. Ziernüsse, das sind die Arvenzäpfchen, die du aussetzt, zum Beispiel ganz Haufen da. Und da hat viele Arven, haben wir viel im Flühlental hinein. Und da bin ich mit einem Kollegen auf die Idee gekommen, wir könnten da mit der Velo und Flühlen hinein und Arvenzäpfchen holen. Da sind so Nüsse drin und die haben wir gerne gegessen, nicht? Da bin ich gesagt, hast du das Haus nicht können kaufen? Da sind wir mit dem Velo zum Anfang des Frühlental, da war Schlappalt unten, Militär, da, Gewehr, da ist unten, ja. Wo wir hinwählten, ja, auf die Frühlen los. Also. Dann müssen wir zuerst ins Büro rein, zum Hauptmann, da ist einer rein, dann haben wir uns verhört, alles protokolliert, was wir machen. Die haben nicht gewusst, was die Nüsse sind. Wir sind in Zürich gewesen. Ein hoher Theater hat man mit denen. Wir müssen viel und klären, was das ist, was das wächst und so. Ja, wir machen dann, ob wir ein Fotoapparat bei uns haben und so. Ja, dann, nein, wir wollen nur die Ziernüsse holen. Ja, nur dann mit Ach und Krach haben wir dann gehen. Nach einer halben Stunde haben sie uns aufgenommen. Mit der Bedingung, wenn wir runterkommen, wir müssen bei ihnen wieder vorbei. Sie wollen die Ziernüsse wollen sie sehen. Dann sind wir natürlich hin bis zum Dschungel. Oh, der Teufel hat es wollen, es hat keine mehr locken, die Haaren. Die Vögel haben alle schon runtergerufen, wir haben da keine mehr gefunden. Sind wir da oben runtergekommen und gesagt, das tut uns leid, wir haben keine gefunden. Ja, nur gut, haben wir die heim dürfen. Aber das ist auch während dem Krieg passiert. Das ist nicht das, woher du dürfen, wo du gerne hast wollen. Das ist nicht gegangen. Nur der Flügel ist halt. Voller ja, Soldaten, ja, Bunker haben sie gebaut, dort oben. Ja. Das ist sehr. Ja, das sind. Das erinnert mich auch wieder, die Ziernüsse, die habe ich auch im Kurgarten. Ja, sind im Kurgarten. Ja, ja. Furchtbar klebrig. Ja. Arzt. Vom Arzt, ja. Ja, wir haben es einfach zuerst ein bisschen Zunge legen, gell? Bis das Harz verdünnt ist. Und dann ist auch der Zapfen aufgegangen. Und dann hast du ihn eher rausgebracht, die Nüsse. Genau, das haben wir auch schon so rausfinden. Ja, ja. Die Fotos da. Das ist General Bison. Genau, ja, der General Bison. Der war bei uns in der Schule. Gewesen. Ja, Dorfschule. Ich war Dörflerin gewesen dort. Der ist zu uns mal gekommen. Und dort oben im Nähschulzimmer hat er uns erzählt, wie er lebt. Und mit uns geredet, eben, wenn wir lieben und so. Und dann hat uns das wahnsinnigen Eindruck gemacht. Er hat geschwellte Herdöpfel am Morgen gegessen. Da haben wir gedacht, ja, der ist ja. Dann haben wir den Polenta lieber. Und das ist da, ist er durch den Fuss gefahren, da haben wir mit Fähnchen müssen winken, he? Ja, das weiss ich noch. Und dann hat er den Nackeli Guttalides, den hat er
er war ein kleiner, herziger. Hat er aufgenommen und einen Kuss gegeben. Das war ein Griech. Er plagiert er jetzt noch. Ja. Und das Viertel ist nach dem Krieg aber entstanden? Nein, während dem Krieg. Ja, das wird sein, in den 40er Jahren oder 44. 44, ja. So, 44, 43, 44. Ich mag mich nicht erinnern, ich glaube, ich bin in Welschen. Jawohl, wir haben da noch frei gehabt, wir dürfen hier winken. Da. Mhm. In einer Dürrenfahrt. Ja. Und der ist in die Schule? Der ist zu uns raufgekommen, ja. Hat es einen bestimmten Grund gehabt, warum er zu Davos war? Das weiss ich nicht, weil es viel Militär hier hatte. Oder zu Flühlen war abgeriegelt mit Militär gegen das Engadin. Und dort waren es ja viele. Auch der Papa war zwei Jahre nur da. Und zu Hause Flühlen. Und dann konnte er nach Hause. Und dann ja, wird er die Truppen besucht, habe ich mich an. Ich weiß es nicht, aber ich nehme an. Und das Militär ist auch hier im Chalet Rudolf. Wissen Sie, wo das ist? Dort bei Migros Wiese, vom Parkplatz ist so ein Chalet und ein Stall gewesen. Und in dem Stall hat das Militär Militärküche gehabt. Haben das grosse Becken gehabt. Und dort haben wir auch können, Kinder, also familienreiche Kinder und Arme, haben dort können go Suppe und so Reste vom Zeug holen. Oder am Morgen Kaffee. Aber der war nicht gut, der war Zucker, den habe ich gerne. Aber so Suppe, so Spatz und so, hatte ich es dann gehabt. Ich nehme auch an, dass die können gehen, zu essen holen konnten, wo der Vater im Militär war. Ja. Ja, das war Mama froh. Ja. Wir hatten so 10 Liter Kessel, so Wale. Und die konnte man durch holen. Ja, das ist der Papa, das war in der Mobilmache. 39. Genau, im September 1939. Ja. Papa ist der mit der Fahne. Und vorne da der Gross, das ist der Major Jost, Christa Jost. Der hat auch ein paar Seepatrouillen gegründet. Wir haben ihm nur Gonka-Hitsch gesagt. Er war Lehrer im Dorf. Ja, das war traurig, weiss. Mama hat eine Frau heim, die haben eine Woche vorher geheiratet. Und ist sie natürlich auch traurig gewesen, dass jetzt der Mann weg muss. Die haben ja nicht gewusst, was passiert, oder? Und dann hat sie sie mit heim. Sie hat mir das einmal erzählt, die Frau. Und Frau Ruppiger hat ein feines Birchermüsli gemacht und hat sie getröstet. Und dann war es gut gewesen. Ja, das ist das Gleiche mit allen Soldaten. Ich weiss, haben Glocken geläutet und Sturm. Alle Sturm und alle haben müssen heim, Böstler, alles heimgehen, Militärhüter anlegen. Und eben da war die Versammlung vor dem Frühling. Das sind Zivildienstler, die kränklich waren oder nicht ins Militär aufgenommen sind. Die mussten ins Schulhaus Dorf und dort oben haben sie auch einen Posten gekriegt, einfach hier im Land. Ich weiß auch nicht, was die machen mussten. Einfach aufpassen. Sie sind dann auch Kurs mit einer so Pumpe zum Löschen. Und Sand mussten sie parat haben, wenn es brennt. Auch die Frauen mussten einen Kurs machen. Ich weiss, die Mama musste auch gehen und die Schwestern vom Albulen. Es waren doch noch Schwestern, die alle müssen so einen Kurs machen, dass wenn eine Bombe einschlägt oder wenn es brennt, dass man weiss, was machen. Und alle müssen so Pumpen haben. So hat man in einen Kessel stecken und, ja. Du musst sagen, das war offiziell, das war ein Aufgebot. Ja. Von jedem Haus eine Person musste an so einen Kurs. Und wir hier im Platz mussten auf die Eisbahn. Das ist mein Vater gegangen. Und dort haben sie instruiert, was passieren könnte und was sie vorbereiten und was machen. Da hat man, im Fall hat jeder Hausbesitzer hat müssen so eine Wasserspritze kaufen, mit einem Eimer. Und dann hast du das hat auf den Nestrich rauf müssen, plus Wasser und eine Kiste voller Sand. Du,
Brandpumper zum Löschen und eine Schaufleit braucht, einen Pickel und eine Axt. Das hätte jeder Haushalt auf dem Estrich hätte das müssen platziert sein. Da haben sie Kontrollen gemacht. Den Estrich hätte man müssen auch entrümpeln. Da dürfen kein Papier, keine Matratzen, kein Zeug dürfen oben sein. Hat alles schön müssen aufgeräumt sein, dass man hätte können im Zeug rumlaufen im Fall, wenn etwas passiert wäre. Und das ist vermutlich, die Leute sind dort. Die Zivildienstler, ja. Ja, die sind dort aufgeboten worden, im Dorf draußen, wo sie einen solchen Kurs haben müssen machen. Und da mussten natürlich auch Frauen müssen gehen. Ja. Weil die Männer viel vor sind. Ja, ja, die meisten. Ja, ja. Weg. Und die, ja. Wie wir in den Arbeiter hatten, die ein steifes Bein hatten, die hätten nicht einwickeln. Das ist auch zivil. Das ist ja. Dienstuntauglich. Ja. Ja. Das war die katholische Schule. Ah, ja. Ah, ja. Wo ist das? Notburgenheim. Vis-à-vis vom Altersheim auf der anderen Seite der Straße. Das ist Pfarreizentrum. Pfarreizentrum, da oben. Oberstraße? Ja, ja. Da das waren so Geschäfte, aber das war unsere Schule. Es war auch kalt, haben wir gefroren. vom Dorf hierher laufen. Man die Schuhe voller Schnee kann manchmal, oder? Und geheizt haben sie auch nicht so. Und dann ja, haben wir gefroren. Dort ist eben auch, wenn es Flügeralarm gibt, haben wir von hier bis ins Dorf sind wir manchmal gekommen. Das ist da. Das ist ja noch die Gruppe, die haben sich natürlich präsentiert als Soldaten. Jetzt zeige ich Ihnen noch gerne ein paar Fotos von jemand anderem, wo finde ich ein ganz anderes Johannes jetzt da. Da will ich mal schauen, was Sie mir da erzählen können. Wenn ich Ihnen das jetzt einfach mal so kommentarlos zeige, mal schauen. Geldbeträge, die Sie auch erwähnt haben, ist das nicht noch recht viel Geld für die damalige Zeit? So 10 Franken, 30 Franken, ja, ja, 70? Ja, ja, ja. Das war sehr viel dort. Ja, ja. Das ist natürlich für einen Franken mehr gekauft, als das heute mit einem Franken. Ja, das ist eine super Frage. Wie kann man das vergleichen? Zum Beispiel, jetzt kostet das ein Liter Milch, was kostet jetzt ein Franken? 1,64. Was hat damals? Oh, das weiß ich auch nicht. 20 Grappen, glaube ich, oder 30, ja, 31 oder 32 Grappen. Aber der Lohn war nicht so hoch, oder? Ja, 5 Franken, glaube ich, oder so. Das ja, aber. Was hast du da? Nein, der Lohn war tiefer. Sogar? Ja, ja, ja. Was habe ich gehabt? Warte, die hätte dort das Album, wenn das... Ich habe noch so eine alte Zahntagstüte. Ja, die hätte ich gerade parat, dann soll sie schnell holen. Ja, das können wir schnell holen. Ja, aber was denn du da drin? Nein, Sie können in mein Zimmer reingehen. Ja. Und der, was ist es? Ist das die Tür? Ja, ja. Jetzt muss ich noch studieren. Ja. Nein, das ist Vogel. Nein, das ist ein anderes. Das laufen Sie einfach rum. Gott sei Dank, was haben wir gerade? Ja, da hast du nicht viel gehabt. Ja, keine 2 Franken habe ich verdient. Nein. Aber du hast auch sagen, eine Miete. Meine Eltern haben eine Miete gezahlt von 30 Franken. Ja, ja. Eine 3,5 Zimmerwohnung. 30 Franken. 2 haben wir gehabt. Gleich da 60 Franken. Gut, aber du hast natürlich noch keine elektrische Heizung, keine Ölheizung, nichts. Das ist immer alles vorhanden, wenn man es machen kann. Ja, ja. Aufkommen? Ja. Oh, ich würde es schnell herheben, dann kannst du da. Ja, ich tue es aber noch schnell, dass es da
Markierung. Gut. Wenn sie es rausnehmen. Nehmen wir das Blatt mal so über. Danke. Ja. Dann erzähl noch mal ein bisschen. Siehst du, 1,55 habe ich hier verdient. Eine Stunde? Ja. Im 45. Am 1945 habe ich 4,5 Stunden geschafft. 94,5 Stunden für 1,55 Franken. Das hat 146,45 Franken. Wobei für den Unfall ist 1,50 Franken weg und dann für die Steuern 2,92 Franken. Und dann habe ich da vom Vater da Schuss gehabt, das heisst ein Vorschuss, weil kein Geld mehr kann, 20 Franken. Dann habe ich also in diesem Monat verdient 122 Franken 03. Dann haben wir noch mit der Rappen gezahlt. Ja, ja. Ein Rappen ist noch etwas wert. Ja, sicher, ja. Mein Vater hat erzählt, als er auf den Fuss gekommen ist, haben sie noch Zahltag mit Gold bekommen, die Arbeiter. Mit Goldfreinen gezahlt wurden. Ja, da hatten sie noch kein Papiergeld gehabt, sondern mal regelrecht noch mit Gold, mit Freinen ist sie ausgezahlt worden. Ja. Interessant. Ja. Und da bin ich 39 Jahre bin ich Skilehrer gewesen. Ah ja, gut, Stichwort Skilehrer. Weil sonst hättest du nichts verdient im Winter. Lass da die zwei verdient. Ja, das ist. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Foto sehen? Das war auf der Matte drin, ein Flugplatz. Ja, ja. Ja, dort sind die Passagiere gekommen. Dort sind wir noch mit den Kindern schauen, weil sie so schön geluftet hat und es abgekommen hat. Ja, ja. Otto Kreuzheder war dann ein Blattchef. Ja. Genau, von dieser Quelle habe ich jetzt die Fotos. Ja. Ah, was? Von der Tochter von ihm. Ja, was? Ja. 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 Er war auch der Einzige, der mit dem Flugzeug im Kloster sind. Wie heisst das dort oben? Gelandet ist. Mobil. Nein, nicht Mobil. Nein. Schlappin. Schlappin. Ah, ja. Der Einzige, der in Schlappin gelandet ist. Der Erik, weißt du das? Ja, ja. Man hätte das Haus gehabt, dort oben. Solche Sachen haben wir auch beobachtet. Vielleicht muss man das ein bisschen näher anschauen. Oh ja. Doppeldeckel. Der ist noch auf dem Kopf, also hat das ein Looping gemacht. Ja, ja. Oh, das haben wir auch. Doppeldeckel. Ich habe sogar einen. Wie haben die geheißen, die Zigarre? Ja, das ist der Zeppelin. Zeppelin. Ich weiss, da bin ich klein in der Stille noch. Und das hat er, wow, was fliegt da umeinander. Aber da bin ich also wirklich noch klein gewesen, aber das habe ich jetzt noch im Kopf. Ich mag mich noch erinnern an den Picard. Das war so eine Kugel am Himmel. Aha. Wie ein Tennisballer, nicht gross, aber ganz klein. Und weiss dort 10'000 Kilometer, wie viel das hier oben war. Der alte Picard war das noch. Solche Sachen sind wir auch anschauen. Wenn man das mal ganz genau anschaut. Der Flüger da. So, es hat diverse Abstürze gegeben und misslungene Landungen. Ah ja, ja, vom Holz, ja. Wie hat der geheißen? Holz. Mittelholzer. Mittelholzer. Der ist in den Schopf vom Körper rein. Ja, ja. Ja, genau. Die Folge habe ich auch. Und der Fritz war auch da gewesen. Ja. Fritz. Der Doppeldecker mag mich gut erinnern. Ja. Und noch. Während einmal, wo Lawinen runter sind, haben die Flüger uns Lebensmittel runtergeschmissen und Post. Weil dort war gesperrt, links und rechts. Ja, aber ein grosser Schneefall. Wenn es auf der Gerätigswiss hat, Hefe abgeworfen. Ja. Und Post sink. Hefe? Hefe, ja, für die Bäcker. Für die Bäcker. Da hat es noch nicht getrocknet gegeben. Haben Sie denn den Kreuz Eder selber persönlich? Ja, ja. Ja, der Otto, den habe ich sehr gut gekannt. Der war bei mir im Küngeli-Verein. Im Küngeli-Verein? Ja, ja. Unser Otto Schneidermeister ist auch im Kastrierenmeister.
Bevor er schneidet einen Bock, sucht er nach dem Eierstock. Er hat die Küngel kastriert. Ja, und haben so eine Schnitzelbank gemacht. Ja, das, ja, das ist ja, 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 ja. Und da ist das eine Glatte. Die hat immer ein Bub sein. Ja, ja. Die hat immer wollen, die ist geklettert und gemacht damals. Ja. Nein, mit der, die ist in der Schule auch noch. Ja, sie ist jünger als ich. Aber das war eine Glatte. Ja, sie noch, ich bin noch schnell ein Fütter in Suche. Da zum Beispiel, mal schauen. Das muss auch ein rechtes Ereignis sein, seit der Hose. Swissair. Ja. Ja, auch auf dem Flugplatz. Ja, ja. Wohl. Wohl, das war eine Zeit lang eine Verbindung. Belvedere und Schweizerhof sind da so. Die Gäste kamen von Kloten, ja, glaube, ja, oder von Dübendorf, weiß ich nicht mehr. Von Kloten. Ist da auf, ist mal eine, ja, Verbindung, ja, mit der Swissair. Ja. Aber nicht lang, nicht lang. Ein, zwei Winter. Höchstens. Oder nicht einmal, oder nur eine. Ja, nachher sind noch kleine, vorher sind noch kleine gewesen, mhm, das weiß ich noch. Das sind wir auch schauen. Ja. Ja, eben das ist eben das. Ich höre da verschiedene Sachen. Es gibt ein paar Leute, die haben gesagt, dass die Swissair sogar nur einmal gelandet ist, so als Test. Und dann haben sie gefunden, nein, das ist nichts. Ah, die sind mit den reichen Gästen gekommen. Ja. Ja. Ja, die hat das, glaube ich, aufziehen, aber das ist dann nicht gegangen. Das war gerade zu kurz gewesen. Ich weiß es nicht. Ja. Sind Sie beide früher Skifahren? Oh ja. Ja, ja, aber ohne Lift und Bändchen. Wohl, wir sehen einmal in der Schule, haben wir die ganze sechs Klassen draus im Dorf haben wir einmal auf Persen dürfen. Mhm. Und zwar war es halt Krieg, oder? Und dann hätte man nicht so können. Und so sind wir auf den Bünden oder auf. Wie heisst es oben? Böden. Dort hat es den Nordpol und den Südpol gegeben. Der Nordpol war der Hoch oben, da hat man hochgelaufen miteinander, das war immer ein Schuppel. Abgefahren auf den Südpol, das war ein kleinerer Hügel. Und dann ist man wieder hochgelaufen. So haben wir den ganzen Nachmittag verbracht. Ja. Und wie haben wir das denn erlebt, als dann die ersten Skilifte gekommen sind, wie jetzt zum Beispiel in. Ja. Das war noch interessant. Ja, da kannst du mit. Ja. Da sind wir natürlich noch neue Schule. Gell? Und früher war das natürlich unerschwinglich, hier hochzufahren. Und dann haben wir dann herausgefunden, sind wir da beim Stall hergestanden und hätte gefragt, darf ich mit ihnen rauffahren? Nein, nein, ich gehe weg, ich kann auch nicht. Schon sind wir drauf gewesen, der Rand ist runtergekippt. Das haben wir ja, das haben wir da, bis das praktiziert. Und wir haben nur am Jugendskitag haben wir einen 50er gekriegt für den Lift und haben wir dreimal können fahren. Sonst nicht. Dreimal? Ja, sonst haben wir nicht. Wir haben im Dorf haben wir keinen gehabt. Das war noch kein Lift gewesen. Ich bin noch mit meinem Vater, auf der Seenufe mit den Fällen, wo noch keine Bahn war, ist nichts. Sie sind über den Wolfgang zur Persenhütte rauf. Früher ist ja noch bis ja nur die Persenhütte und nachher auf Furken. Das war eigentlich Persen. Mhm. Ja. Da bin ich mit der Fell, auch auf den Strehlenpass raufgelaufen mit der Fell. Noch kein Lift gesehen. Der Lift ist, glaube ich, erst im 36 oder 34. Ist der gebaut worden? Wohl. Ich bin Dörfler. Nein. 30er Jahre sein. Das hat Jack Kettinger hätte ich das noch erfunden. Ja, ah, ja. Ja, der Bügel hat er erfunden. Ja. Ja. Der Bügel. Ja. Ja. Mal schauen, was er zu den Vätern erzählen könnte. Da ist er. Doriane Bibi. Das ist der Perl. Der Reto Perl. Ja. Der andere kenne ich nicht. Der erste. Hockey-Match habe ich in Basel gesehen. Mhm. Da bin ich nie gegangen, weil wir... Davos? Ja, nein. Ich hatte kein Geld und geschafft immer. Und
Oder ja, wir haben auch nicht dürfen ausgehen. Wir Mädchen, der Papa war dann sehr streng. Und dann ist Basel in Tafosa gespielt. Und ich war in Basel in der Verkäuferinnenlehre vom Konsum aus. Und dann haben wir gesagt, wir müssen den Tafosa anführen. Wir waren das Dritte von Tafosa. Und dann hat es noch eine Schlägerei dort. Hät müssen die Securitas rein mit dem Perl und mit dem Tafosa. Ganz wichtige Frage, wer hat gewonnen? Das weiss ich nicht mehr. Ich bin auch nicht rausgekommen, weil ich nie gegangen bin. Wir sind einfach gegangen, weil die Tafosa waren. Wir hatten sonst auch nicht Ausgang dort in dieser Schule. Aber sie haben dann uns gehen lassen. Aber so in späterer Zeit nehme ich an, sobald die Jacke ja keine in der Warme. Ja, ja, das ist natürlich. Das war nachher. Ja, die Perls, das sind auch arme Leute. Das ist die Mama von ihm, ist noch, als ich in der Lehre war, am 45, 46, ist sie noch gekommen, Holzkohle kaufen für das Glätteisen. Das sind auch schon mal ganz arme Leute gewesen, ja. Mein Vater hat gerne Blasen und die Kinder sind alles, alle sind flott geworden. Ganz flotte Leute. Ist irgendjemand von Ihnen oder aus der Familie auch vielleicht bei den Pfadfindern gewesen? Ja, ja, der Mann. Aha. Ist lang, lang. Komm jetzt hierher, du. Oh mein Gott. Ja, aber das weiss also, ich, hä? Oh mein Gott. Ich weiss auch nicht, wir können nicht. Was haben Sie jetzt gefragt? Ich habe von den Pfadfinder. Ja, ich habe, ja, da, ja. Ich habe da ein Stichwort. Ja. Ich habe da ein Stichwort und zwar sage ich jetzt nur. Komm da, von der Pfadi, hör jetzt auf, dort zu suchen. Ja, komm mal. Du musst jetzt nicht da. Nein, komm. Du vergisst dich da. Ja. Ist schon gut, das macht nichts, aber ein bisschen Pause. Nicht mehr. Okay. Kein Velo genügt, kein Schlauch hast gekriegt, kein überhaupt nichts. Da haben wir alles müssen improvisieren. Wenn, zum Beispiel, wenn du einen Nagel gefangen hast, hast du müssen selber flicken. Wenn der Schlauch, der Mantel, einen Rupf hatte in dieser Größe, hast du es können vulkanisieren lassen. Oder wir hätten noch einmal einen anderen Pneu unten rein und drauf tun. Da sind wir doch. Haben wir können Velo fahren. Mhm. Du hast keinen Schlauch hast können kaufen, keinen Mantel hast können kaufen. Es ist nichts bekommen. Nur ein Flugzeug, das hat es gegeben. Gummilöse. Nein, die haben das auch nicht gekriegt. Nein, nein. Das, die Velo hat erst nach dem Krieg überkommen. Oder kurz nach dem Krieg. Ja, die neuen. Ja, ja. Nein, nein, während dem Krieg auch. Ja. So Ende. Ende Krieg. Eben, Ende Krieg. Niemand ja. Dürfen gehen, Auto fahren, oder? Ja, da hat es ja gar kein Auto gehabt. Wo es Töchter hatte, unter dem Bus. Das, was ich jetzt zeige, ist etwas, wo das ist ein Jahr, ich zeige es gerade. Was haben wir da? 1936, 1930. Ja. Ja, das sind Sie sicher noch zu jung. Aber was können Sie allgemein... Nein, ist gut, der Gustlo. Was können Sie allgemein erzählen, wie ich Ihnen das da zeige? Ja, dann musst du aber auch steuern, damit ich weiß nicht, ob... Ich bin nicht nur der Gustlo. Das ist jetzt der, der es verschossen hat. Ja. Der Frankfurter. Oh, ich wusste, falls sie noch uns noch verfrachtet haben im Viehwagen, voller Blumen. Und dann hatte sie so einen Stoff drin, einen schwarzen Stoff, schönen, und ganz viel. Und dann habe ich von dort ein schönes Stück mit heimgenommen. Und dann konnte man farbsimpeln mit dem. Ja. Dann haben wir im Geschäft umgenommen. Es wäre froh, wir waren. Und das. Ja, ja. Das waren so Schleifen, die um die Grenze herum, weißt du? Der Wagen war bumsvoller Blumen. Gewesen. Der Viehwagen, das sehe ich heute noch. Und dann ist eben so eine Schleife ist dort liegen geblieben und ich natürlich sofort. Und das könnte man brauchen im Geschäft. He? Ich habe mitgenommen. Und der Papa hat ihm das genommen und Schnur drumherum und danach das genommen zum Farbsiebeln. In dem Fall wird das wohl so etwas sein. Oh.
Ja, das ist aber in der Kapelle. Ja, aber ja, ja, die Blumen, die sind alle dort drin, in dem Feenwagen. Ja, das weiß ich noch, ist immer gut. Da mag ich mich nicht erinnern. Hm? Ich mag mich nur in der Barwisch. Da war auch so ein Spion von Hitler. Der ist dort, hat dort gewohnt beim Traufer, ja. Konditorei Traufer, dort hat der eine Wohnung gehabt. Und der ist immer zum Papa gekommen. Papa hat ja sehr viel gewusst als Feldwebel und so. Versicherungsagent. Und uns hat er immer Zückerli gegeben, er hat sich richtig eingeschlichen bei uns. Aber der Papa hat natürlich da nichts gemacht. Und dann ist darauf herausgekommen, dass der im Radio einen Spion drin hat. Nein, der hat einen Sender im Kasten drin. Ja, der weiss ich noch. Der Papa hat gesagt, du, den haben sie jetzt verhaftet. Ja, das verwünscht. Und wir haben immer Zückerli gegeben. Und Zückerli ist für uns dort, ja, selten gekriegt. Das ist ganz... Ja, jetzt noch mitfallen. Wer ist jetzt das? Silberrot. Ah ja, den haben wir. Ist das der alte Silberrot? Ah, ja. Der ist... Der Moses, glaube ich. Ja, Silberrot. Ja, wir haben geschafft für den Silberrot, aber ich habe ihn selber nicht mehr im Gedächtnis. Der hat dort oben gewohnt, neben Belvedere. Dort oben hat er ein Haus. Der obere Strahl. Ja, immer noch. Ja. Ja, dort bin ich mal mit der war Advokat. Ja. Und mir eine mit, haben wir einen Staubsauger gekauft. Wir hatten ja nichts, gehabt, wo wir geheiratet haben. Oder so. Und der hat uns reingelimmt und eine Frau hat gesagt, ich soll auch kommen, dann sei sie nicht allein. Sonst weiss ich nichts Silberrot. Ja, der Verkäufer hat auch einen. Ja, genau. Wollen Sie nicht noch einen? Vielleicht später, wenn es am ersten Moment ist. Ich weiß aber nicht, ob das nachher durch. Da noch. Nein, das Deckel ja auch nicht. Das ist ja unnötig, wie wir da versorgt werden. Dann habe ich noch etwas, was eigentlich sogar noch vor dem Krieg ist. Das heisst sogar noch vor Ihrer Zeit. Aber ja. Vielleicht haben Sie die eine oder andere Sache vielleicht von den Eltern aufgeschaltet oder so. Ja. Und zwar vor dem Krieg oder sogar vor dem Ersten Weltkrieg, kann man sagen. Man hat ja Davos ziemlich floriert, was dort die ganz hohe, feine Gesellschaft angegangen ist. Ja, du weißt viel von dem. He? Und der Papa vom Bobfahrer, er hat ja Bob gebaut beim Harkopf. Aha. Er war dort in der Stiftung. Und dort ist er gefahren mit dem, ja, mit dem norwegischen König. Mal durchab. Da habe ich zum Beispiel das Pop. Stichwort. Ja. Das ist aber von Schatzalp und dann aber beim. Wie heißt das? Etanien. Etanien Haufen Fotos vom Pappen auch. Vom Pop. Habe ich ja gesagt. Aber das ist vor dem. Also das ist. Was war er dort? 18. Und er gefahren ist auch. Die haben dann auch Leute aber gefahren, Taxi gemacht, eine Art. Und gebaut hat er selber, er war bei den Ersten, die gebaut haben, beim Harkopf. Da habe ich ein ganzes Album voll von denen. Jetzt machen wir noch einen ganzen Sprung, ganz grossen Sprung, wo der Krieg vorbei war. Ja. Da haben wir ja die Melkkinder zum Glück nicht mehr gebraucht. Ja, alles Und dann hat Davos wieder einen, so einen Wandel durchgezogen. Dann haben sie ja festgestellt, wir setzen jetzt alles auf den Tourismus, auf Sport. Ja. Wie haben, das ist ja dann in ihren besten Jahren gewesen, immer noch in dieser Zeit, haben sie sich dann wahrscheinlich auch kennengelernt. Ja, oder ist es schon während? Nein, das kann nicht sein. Nein, 1848 haben wir uns kennengelernt, 47. Ja. Wie haben so die Zeit erlebt? Was waren so, wie soll ich sagen, Befürchtungen gewesen, Hoffnungen? Oder was ist sonst noch so? Ja, wenn ich darf etwas sagen, also es ist lang gegangen, bis in Davos angezogen hat, mit sich Tourismus oder mit der Arbeit, mit der Bauerei. Es ist sehr lang gegangen. Es sind viele Lungenkranke da gewesen. Nach seiner Zeit, ja. Und nachher hat
das wissen oder haben Sie vielleicht auch gehört, das EBD hat ihre Aktien an die Gemeinde verkauft. Und dann haben die Aktionäre, das waren Hotellerie, hauptsächlich, das waren Aktionäre vom EBD, die haben die Aktien verkauft der Gemeinde und die Gemeinde hat, glaube ich, für 4 Millionen oder wie viel die Aktien gekauft und hat das Geld ausgeschüttet in die Hotel. Und von dort ist die Baureihe losgegangen. So lange haben wir erwartet, und das ist, glaube ich, fast 1952 ist das gewesen, wo die Gemeinde das EWD gekauft hat. Ja. Und von dort ist es aufwärts gegangen. Dann haben die Hotellerie, die alten Häuser, haben sie können umbauen, nicht? Ein bisschen modernisieren. Und dann haben die Maler die Arbeit gehabt, der Mauer, der Gipser, die Plättchenlecker. Alle, es hat einfach ein bisschen Aufschwung gegeben. Aber vorher war das alles wie tot. Es ist nichts gelaufen. Wenn du mal eine Küche streichen konntest, dann war es schon ein Haufen. Oder es war einfach nicht rum. Ja, weil so. Wenn kein Geld kann, Hotel nicht, sind Lungenkranke. Ja. Die Miete, alles zusammen. Quasi Sahne, Esplanade. Ja. Nein, das war schon Militär. Aber die meisten Hotels sind. Sanatorium, ja, genau. Ja. Und dann ist aber dann ist der Geschwindhaft aufwärts gegangen. Dann ist auch gebaut worden, sind neue Häuser gemacht worden. Die Gemeinde hat auch können gewisse Sachen neu machen. Straßen sind zum Beispiel geteert worden. Wir haben, wo wir in der Schule sind, ist eine Promenade noch gar nicht geteert gewesen. Das sind auch die Trottoir auch nicht. Das ist der Spritzenwagen ist zwei, dreimal im Tag durch und hat da gespritzt, nicht? Und dann, wenn es schön Wetter war, hat es noch Salz drauf, das Meersalz da. Dann ist das geschmolzen und hat dann auch ein bisschen das, die Dreck gebunden. Und dann ist es einfach, dann ist ein bisschen etwas anderes gegangen. Dann. Wo der Spritzwagen ist, das interessiert mich noch, den ich nie mehr gesehen. Es war ein blauer und hat zwei grosse Schläuche raus gehabt. Dann haben wir immer gerufen, Spritzenwagen, spritz mich an. Dann mal hat er uns angespritzt, dann haben wir Schimpf daheim gekriegt. Ja, das ist schön. Ja. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die Spritzenwagen eigentlich dafür gesagt, dass der Dreck dort bleibt. Ja, nicht stübt. Genau, zum Binden und dass es nicht so gestorben hat. Ja. Sonst, wenn er bei Touren ist, sieht es zusammen. Als Auto gesehen oder was, ja, dann hat er natürlich gestorben, wie verrückt. Ja. Da gestorben nicht. Ja, die Trottoirs sind auch nicht. Nein, nicht. Das war nicht teuer. Es war auch schön zum Barfußlaufen. Im Sommer sind wir immer barfuß gelaufen. Ja. Das ist so in der Kanette. Das ist so feiner, feiner Sand. Dann haben wir, das war auch während dem Krieg, haben wir einen Indianer in den Fuß gehabt, Mrs. Cooper. Hat die ja. Die ist entweder gelb angelegt war, von Zopf bis Zunderst, oder rot, oder weiss. Mhm. Aber und grün, das hat immer gepasst. Mit dem Stock, das ist immer alles. Und dann hat immer Ding gehabt, Zigarren, so weit vorne, so Mundspitze und vorne ein Ding drauf. Das haben wir doch als Kind noch nie gesehen, dass eine Frau raucht auf der Straße. Das hast du nie gesehen. Aber die Frau, die ist ja so ein Unikum. Ja. Die ist immer, jeder hat die gekannt. Ja. Seiner Zeit. Bist du amigs, wenn sie gesehen hast, sie ist da für die Tür. Good morning, Mrs. Cooper. Ich habe schon das Gefühl, ich kann mich nicht wünschen. Sie, good morning. Das war einmal ein Original. Und dann haben wir noch zwei Schwestern, die die noch geheißen sind, aus der Kolumbien. Kolumbienvögel, hat man dann immer gesagt. Die sind von Paris gekommen, die haben immer das Modernste, und das Feudalste und das Verrückteste angekommen. Ich meine, sie sind Fasnacht. Das sind zwei Schwestern. Ja, sind halt viele da auch während dem Krieg, so Amerikaner. Hm. Wir haben auch am Haus Künzli draussen. Horst. Die Horst, die sind dann auch da in die Schule während dem Krieg. Mhm. Nachher wieder gegangen. Vom Federspiel, da vom Dichter da. Von die sind, der Vater war auch da krank gewesen.
Es sind viele raufgekommen, dort mit uns in die Schule und dann wieder weg. Mhm. Während dem Krieg sehr viele oder von der Stadt unten raufgekommen, Basel und so. Weil sie Angst hatten, so nach an der Grenze. Vielleicht kann ich etwas noch erzählen von der Malerei. Vielleicht noch interessant, ja. Weil da haben wir ganz andere Produkte gehabt, als was man heute kauft. Heute kauft der Maler praktisch ein fertiges Produkt nicht. Ein Lack, den kannst du auf alles aufstreichen, es hat überall. Und, aber während dem Krieg hast du so Zeug gar nicht bekommen. Ne? Da haben wir auch müssen improvisieren. Da haben wir zum Beispiel, wenn du rohes Holz hast bekommen, dann haben wir das zuerst mit Leim eingestrichen. Mit Knochenleim, mit Heißleim eingestrichen. Und der Leim hat das Holz, die Bohren, ein bisschen vorgeholt, aber sonst hinterher abgebunden. Und dann konnte man das schleifen. Dann haben wir es abgeschliffen und dann war das schon ganz fein, gewesen, so wie da. Dann hat man vom Holz nicht mehr viel gespürt. He. Und danach hat man Ersatzfarben, Ersatzöl. Der Kalb war nicht schlecht, aber der Klump hat nicht getrocknet. Nach 14 Tagen war das noch nass. Und wir haben in der Bude noch eine Farbmühle gehabt, wo wir die Farbe selber durchdrüllen. Das haben wir das Pulver haben wir das Pulver eingeweicht in Öl über die Nacht. Und danach hat sich das vollgesogen mit dem Öl. Und danach hast du das in die Farbmühle reingetan. Und dann ist einer so rumgegangen und der andere auf die andere Seite hat das ganz fein verrieben. Dann nachher war es nicht mehr körnig, sondern richtig ein Teig. Das war schon mal das. Wir mussten auch den Ölkit selber machen in der Stifte. Den Ölkit für die Fensterkitte. Den mussten wir auch selber machen mit Kreidemehl und mit Öl. Das haben wir auch gemacht. Und dann sagen wir, Farbe. Dann haben wir gekauft. Eins hat geheißen Litterbohnen, das andere Zinkweiß, Bleiweiß, Titanweiß. Das hast du in Hobuk, so 50, 60 Kilo schwere sind das gewesen. Das war ein dicker Teig gewesen. Das hast du so mit einer Spachtel hast du da rein können. Und dann haben wir das in Kübeli. Wir hatten so Eisenkübeli gehabt. Haben wir es reingetan und dann angerührt, wenn jede Farbe, die es braucht, hast, ob ein Spachtel, der Kitt, alles haben wir selber machen. Da hast du nichts fix fertiges können kaufen. Das ist erst nachher gekommen. Zum Beispiel, wenn du eine Decke hast müssen streichen, den Planfix, den haben wir immer zuerst müssen noch kochen, daheim. Auf gut umrühren, dicken lassen. Und danach musst du dich wieder umrühren am anderen Tag und siebeln. Und erst dann hast du die Decke streichen können. Ja. Also mal, hast du ja gesagt, mit Chumisch, das ist schön. Ja, das ist eine Isolation. Wenn du einen Wasserschaden gehabt hast, dann wird doch alles so gelb. Dann hätte man können mit Chumisch und Kalk hat man angemacht und ein bisschen Schmierseife drin und Sprit. Das isoliert mit dem. Und das war wunderbar. Da hast du noch niemandem dürfen sagen, dass das Chum ist. Das hat es isoliert. Nachher konnte er darüber kalken. Das ist das Gelbe ist nicht mehr viel gekommen. Es war richtig isoliert. Ja, das waren einfach so knifflig, die wir haben. Wir mussten ja alles selber machen. Ja, in so Zeiten, wird man halt erinnern, oder? Ja, ja. Ja, es ist einfach so gewesen. Und gut, da hast du natürlich auch viel mehr Zeit gebraucht für eine Arbeit. Gell? Wenn du ein Wohlgehen spachteln, dann hast du halt den Boden, hast du den Spachtel angemacht. In einer Büchse oder in irgendwas, was man gerade gehabt hat. Die Büchse hast du ja nicht bekommen während dem Krieg. Hast du eine Decke streichen können. Ja? Also mal, hast du ja gesagt, mit Chumisch, das ist schön. Ja, das ist eine Isolation gewesen. Das hat, wenn du einen Wasserschaden hast, dann wird doch alles so gelb. Dann hätte man können mit Chumisch und Kalk angemacht und ein bisschen Schmierseife drin und Sprit. Das isoliert mit dem. Und das war wunderbar gewesen. Da hast du noch niemandem dürfen sagen, dass das Chum ist.
Das hat sie isoliert. Nachher ist können darüber kalken. Das ist kein, das Gelbe ist nicht mehr viel bekommen. Jetzt ist es richtig isoliert. Ja, das waren einfach so knifflig, die wir haben. Wir haben ja alles müssen selber machen. Ja, in so Zeiten wird man halt erinnerisch, ja. Oder? Ja, ja. Ja, das ist einfach so gewesen. Aber gut, da hast du natürlich auch viel mehr Zeit gebraucht für eine Arbeit. Gell? Wenn du hast müssen, so gar spachteln, dann hast du halt den Boden, hast du halt den Spachtel angemacht. Irgendwo in einer Büchse oder in einer, irgendwas, was man gerade hatte. Die Büchse hast du ja nicht bekommen während dem Krieg. Da hat es ja keine gegeben. Oder Schwarzblech hat es dann gerne gegeben. Schwarzblech, nicht die es jetzt hätten, sind alle braunes Blech ist drum. Aber da hast du jede Büchse hast du nicht vollgeworfen. Da haben sie noch geputzt und dann mit einer Lupe ausgerieben, nicht, dass du es brauchen können. Bei einem Maler bin ich gewesen, wir mussten das Zimmer streichen, da hat mir ein Brett gegeben, mit so vertieft Gardinen. Da war das Pulver, da war der Öl und da war das Sikkativ, dass es trocknet. Da musste mit dem Pinsel das anmachen auf dem Ding und dann ein bisschen streichen. So wie ein richtiger Kunstmaler. Ja, oder? Ja, genau. Ja. Wenn man sich das vorstellt, das haben wir machen. Du das heute einem gibst, wenn man mal sagst, vom Strich das Zimmer, da hast du das Pulver und da ist das. Das ist ein Spitz, du. Unglaublich. Wo denn das mit dem später dem Tourismus dann langsam angezogen hat, ja, ja, sind ja dann eben Gäste vom Ausland gekommen und mit den Gästen auch wieder die ersten Deutschen, die ja früher eigentlich die Böse gewesen sind. Ja. Ja. Wie ist das so aufgenommen worden, wo die Deutschen gekommen sind? Wieder? Ja, ganz deswegen. Ja, halb-halb. Teil sind froh, die haben Geld gebracht. Mhm. Und andere haben gesagt, die waren Schwaben, sollen daheim bleiben, die brauchen wir nicht. Aber sie waren meistens diejenigen, die nicht gelebt haben von denen. Ja. Aber Nigeria hat man sie während dem Krieg, oder? Ja. Dann sind sie umgegangen, hey Lila, auf der Straße. Und die wären einmal Erwachsenen nicht ausgewichen. Die sind sich einfach vorgekommen. Wir sind schon bald in Sieg. Ja, gut, das ist aber schon ein anderer. Das war während dem Krieg. Das ist eine andere, ja. Aber eben darum hat man sie nicht gerne gehabt. Die nachher gekommen sind, ja, da in Ferien, die haben sich halt so schon legal verhalten, muss man sagen. Ja, ja. Aber sie sind verhasst, sie wegen dem. Sehr nett gewesen. Ja. Meine, ich habe im 52 den Kurs gemacht als Skilehrer. Und wir haben ja viele Deutsche gehabt in der Skischule. Das ist fast 80%. Ja, dort sind es Deutsche, die hier in den Hotels waren oder privat gewohnt haben, wo eben dann auch in die Skischule gekommen sind. Und das ist ja, hat man das schon gemerkt, das hat er schon gelernt. Sie waren auch als Lehrer spendiert gewesen. Ich weiss, ein Deutscher, der hat mir angetan, hat mir einen Franken trinkt. Ja, das war ja viel Geld in seiner Zeit. Ja, nur 15 Franken kann im Tag in der Skischule. Ja, seinerzeit, am Anfang. 15 Franken. Und dann hast du den Teil schon am Morgen um 8 Uhr rausgehen zu stampfen, wenn es viel Schnee gab. Piste stampfen? Wir hatten noch keine Maschine gehabt. Dann hat der Skilehrer die Piste gestampft, die Gäste. Ja, und auch auf der Seenufe. Ist dann aber blöd, wenn es einen Meter Schnee gegeben hat? Ja, 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 nein, schon so viel. Etwas über 20 cm hast du davon gehabt, morgen um 5 Uhr. Ja, wenn ich gegangen bin, hast du 2 Franken Bus gezahlt. Dann hast du noch auf. Ne? Jetzt bist du schon gegangen. Ne? Mehr zahlt als ja, ja, ja. Ganz verrückt war natürlich während dem Ärztekongress am Anfang. Oh, ja. Der Ärztekongress, das ist natürlich. Hat jeder Lehrer müssen 30 Personen nehmen in die Skischule. Aber die haben alle Prozent gehabt. Die haben nicht viel müssen zahlen. Ne? Aber sie ist noch gelassen mit denen, sicher. Die hat das wieder so empfunden. Der Rabattverein, hat man denen gesagt. Ja, genau. Sie überall genau. Rabatt hin will. Ja, ja. Und dort sind dann eben auch die Amerikaner, sind dann auch die Schuhe durch. Die haben da Urlaub gehabt, da in Europa. Sie waren da in Quartier, im Deutschen draussen verteilt. Und dann
haben sie auch hinein dürfen. Und die haben natürlich keine können Ski fahren. Aber sie sind dann, alle haben Bretter gehabt und dann sind sie gefahren. Und am grössten Freude hatten sie, wenn sie das Bein gebrochen haben. Dann können sie eine Weile da bleiben in der Schweiz, nicht? Dann sie nicht raus müssen. Das war lustig. Ich weiss, ein Skilehrer ist auf Bersen auf der Ecke. Drei Schlitten braucht, bis er verloren zusammen. Bis er mit anderen. Drei Stück. Ja. Also drei Patrouilleure mit Schlitten hat er gebraucht. Hätte es müssen. Ja. Bis er bis auf verloren zusammen. Machen Sie fertig, dann. Ja, das ist es. Ich warte noch, das gehört mir, das Geschmack. Ja. Das kommt von mir. Ich bin gespannt. Ja, ja. Ich habe eigentlich noch eine Frage. Ja. Genau. Jakobson-Bahn. Ah, ja. Die haben es gebaut. Da waren wir Kurator. Was? Jakobson-Bahn. Ah, ja, 1954. Ja, ja. Im Mai 1954 haben sie angefangen, Bäume zu fällen da auf den Boulder. Ja. 1954 ist das. Im ersten Jahr ist gegangen bis auf die Schalp und dann hat es einen Sessel gebaut auf der Bremen. Die Jakobson-Bahn ist erst nachher gekommen. Und zwar, ist auch noch glatt, ich bin lang. Skilehrer sind vom Flasshof. Ich weiß nicht, ob sie den kennt. Das sagt ihnen gar nicht. Das ist der das Geld gegeben hat, um die Jakobson-Bahn zu bauen. Das war ein grosser Räder. Der hat Öltanker Onassis, wo ich ihm das aufmerksam gemacht habe und gesagt, ich habe gehört, dass der Onassis ein grosses Schiff jetzt gebaut hat. Er hat noch gelacht und gesagt, das habe ich schon lange. Er war ein Russ. Schwerreicher Mann. Da bin ich 7 Jahre mit dem gefahren und dann haben wir das eben angeschaut. Und dann hat er auf einmal das Geld gegeben für den Bahnbauer auf das Jakobson-Ufer. Also wir reden jetzt von der Jakobson. Von Mitte Ufer, ganz ja, Ufer. Von der Mitte weg Ufer auf das Jakobson. Und vorher war es noch der Lift auf der Bremer Bühne. Die ersten 2 Jahre. Ich weiß es nämlich wieder dort oben. Da musste ich einen Skilehrer machen. Da war es auch 54 Grad. Es war ein kalter Winter, Gott verdeckt. Das war ja wahnsinnig. Vor etwa 30, 34 Grad haben wir dort oben gehabt. Ich war mit dem Vanoni dort oben. Ich habe die dünnen Kleider, die wir hatten. Ja, die Ausrüstung. Ja, fast gestorben. Das war grauenhaft. Gell? Und die Ausrüstung, die Feuer, was man nur dafür das Kalk hatte. Wenn du schon abgezogen hast, hast du Eis gehabt, dann hat er noch voll Eis drin. Und das ist mit dem Flasshof ist dann geplant, gell? Ja, mit dem Flasshof haben wir dann die Ding geplant. Und dann dafür alle Malerarbeiten bekommen. Auf die Jakobson. Ja, ich habe alle Masten gestrichen. Auf der Bremer Bühne. Die Masten hat der Vogel gestrichen. Die hohen Masten auf Jakobson gemacht. Die Masten, Labadellerlift habe ich gestrichen. Und Jatzlift. Und auch die Stationen. Alles habe ich gemacht. Unten, oben, das ganze Hotel habe ich gestrichen. Ist gut, jetzt weiß ich, wer das verbrochen hat. Ja. Ja, das war eine Arbeit, ja, ja, sicher. Hey, die Masten hier. Da reden sie heute noch die Maler von dem. Schön, dass das war. In dieser Höhe, 54 Meter, ist der höchste. Ja, musst du sagen, ja, wenn er teuer sind, damit vom Bändchen. Ja, vom Bändchen. Das ist jetzt, der ist so weit weg vom Mast, der ist teuer springen müssen. Und den darfst du festheben. Ja, aber ja. Und dann haben wir einen Jäger machen lassen vom Zink. Ja, vom Sattel. So einen Gurt. Und dann mit einem grossen
Ledergurt da, weißt du, zum Zumachen und dann da Schnallen da, mit einem Seil und mit einem Karabiner und dann man da wieder reinkriegt in die Dose. Jedes Mal, wenn du das Wort am Masten warst, hast du das lösen und wieder zuerst anbinden und erst nachher wieder streichen. Naja. Einmal haben wir den Mast 3 haben wir gestrichen. Das ist der Kleinste, den haben wir an einem Tag fertig gehabt. In der Nacht hat es gegen den Morgen schon wieder rot gewesen. Dann haben wir wieder gestrichen. Und alles abgezeichnet. Ja. Noch kurz eine Zwischenfrage. Der Flaschhof, wie heißt der? Flaschhof. Flaschhof. Weiß man das? Also mit OV am Schluss wahrscheinlich? Ja, ja. Flaschhof. Flaschhof. Der Junge ist noch da. Der Enkel. Der Boris ist gestorben. Wir haben noch Flaschhof da. Ja, wir haben noch. Villa Davosia. Ist der Peter. Aber der heisst nicht mehr Flaschhof, weißt du? Nein. Er heisst nicht Flaschhof. Es war ein Unehelicher von Boris Flaschhof. Und sie war ein Deutscher. Sie hat ja den Bub bei mir immer durchgebracht, in die Skischule. Der hat Boris geheißen. Der Papa von dem. Oder so, das finanziert. Nein, der Vater. Der Vater von der heisst Peter. Der Junior, der jetzt noch in Davos ist, der heisst Peter. Aber der nicht Flaschhof. Der ursprüngliche Russ, der das Geld zahlt hat für das Jakobshorn. Aha, das ist der. Wie hat der geheißen, Albert Flaschhof? Weiß ich nicht. Puh! Wegtrieblich. Weiß ich nicht. Kann ich auch nicht mehr sagen, wie der geheißen hat. Der hat eine Sekretärin gehabt. Ich bin 7 Jahre mit dem gefahren. Der hat mich von Neujahr gehabt, Otto, wie ist das Wetter in Davos? Ja, wir haben immer Französisch geredet. Ja. Der. Aber ich kann das nicht auf Französisch sagen. Das ist klar. Aber nein, zu jedem Tag und Nachtzeit hätte er anrufen können. Wie ist das Wetter in Davos? Und ich habe gesagt, ich muss zuerst raus schauen, ich bin auf dem Bett. Und dann sagt er, es schneit. Dann sagt er, der Leute in 3-4 Stunden wieder da. Er hat immer angerufen. Ist wieder gekommen. Mal hat er auf Ding runter müssen, auf Kloten mit dem Flugzeug und so weiter. Und dann hat er vergessen, seine Galoschen. Dann hat er angerufen von Kloten. Die Sekretärin, Frau Burkhardt hat sie geheißen, sie muss mit dem Taxi auf Kloten runter und ihm die Galoschen bringen. Jetzt musste sie anrufen, weil ich der Skilehrer war. Sie können heute nicht in die Skischule kommen. Sie müssen mit dem Taxi ab und auf Kloten die Galoschen bringen, weil es dort unten schneit und flutschig ist. Da habe ich mir auch überlegt, ich war zahlt den ganzen Tag. Ich habe mir überlegt, wenn der dort unten ein paar Galoschen kauft, ein Stück billiger, als wenn sie da mit dem Taxi runter muss. Und am Abend wieder rauf. Er hat 7 Telefonistinnen hat er in der Foss in der Zeit zur Verfügung gehabt, nur für seine Telefon. Als Beispiel, ich bin mal rauf auf Bersen, dann hat es angefangen zu schneien, dann hat er gesagt, excuse me, ist in der Telefonkabine, hat ihm den ganzen Tag gesagt, am Abend um 4 ist er zur Telefonkabine rausgekommen. Dann hat überall her telefoniert, dann hat seine Geschäfte nur mit Telefon. Ja, wenn der schon ein Abteil hatte. Ja. Also das ist ganz verrückt. Ja. Der Mann, das ist... Ja, du bist einfach angestellt gewesen, ob er kommt oder nicht. Ja, auch am Sonntag. Der hat einfach gezahlt vom Herbst bis zum Frühling. Ob er gekommen ist oder nicht, ich habe einfach immer einen Portemann. Und dann hat er mir reklamiert. Ja, der hat es schon gehabt. Der hat ja das Projekt gemacht. Das habe ich gesehen. Er hätte wollen von der Teufel nochmal eine Bahn aufbauen auf Jakobshorn. Und dann hat er in Zertig aber hat er 3 Lifte noch geplant. Von Zertig aber wieder rauf. Und hat auch geplant vom Jakobshorn durch aufs Riedenhorn eine Gondelbahn. Alles. Und ist er ist gestorben.
dir hätte er auch ein Zeug vermachen. Das hätte er auch können, auch schriftlich machen. Das Jakobshorn zum Beispiel. Ja. Ich weiss ihn gut. Er hat mich auf die Seite raus. Zu den Leuten raus. Und jetzt sind eben, sind wir so lange Ski gefahren. Er war immer sehr zufrieden mit mir und war immer da für ihn. Er werde sicher kenntlich sagen, ich werde ihn, ja, werde ihn nie vergessen. Und zwei Tage später hat er einen Hirnschlag gehabt. Fertig war im Herbst, ist er gestorben. Ja. Also, was er hätte wollen geben, weiß ich nicht. Aber das hat er mir nicht gesagt. Ja. Er hatte ja den Architekten da gehabt, wo die Häuser alle gebaut haben, also das Jakobshorn zum Beispiel, oder auf dem Jatz, das haben immer müssen mich fragen, was sie dürfen machen und was nicht. Ja, sicher. Ein anderer Mal ist gar nicht mehr gefragt, oder nur mich müssen. Ich musste viel laufen ins Büro, wo die waren, wo sie geplant haben, und haben mich gefragt, was ich meine. Und ich habe dann gesagt, oh, das tut mir leid, das ist nicht mein Fach, das weiß ich ja nicht. Aber sagen wir so, mit Farbgebungen oder alles das, das haben alles nur ich. Mhm. Interessant. Ja, interessant, wie sich das so entwickelt. Ja, kommen wir langsam zum Schluss. Und zwar habe ich da eine Frage, die ich allen ganz am Schluss immer stelle. Und zwar, jetzt haben Sie ja die ganze Entwicklung in Davos haben Sie ja persönlich erlebt. Sie haben viele Sachen erlebt, haben viel gelernt, ja, Schlussfolgerungen daraus gezogen, ja, und ja, so weiter und so fort. Gibt es irgendetwas, wo Sie der heutigen und zukünftigen Generation sagen, was vielleicht speziell Davos angeht? Was soll besser werden? Was soll besser werden, was Sie, oder sagen wir, Oder früher ist die ganze Nachbarschaft hat einander geholfen. Man, ja, hat einander gekannt. Man hat einander geholfen und einfach lieber sein miteinander. Ja. Dann sollten sie, also was ich, mein Ding ist halt auch, sollten sie ein bisschen hören mit den Zweitwohnungsbauern. Das ist übrigens, geht überhand. Das ist, Fuss wird einfach zu gross. Das, ja, ist, das wird der Stadt. Und dann ist halt auch die haben hohe Mietzinsen. Wir haben ja das Glück, haben wir da einen Hausbesitzer, der so vernünftig ist und sagt, er behaltet das Haus, er verkauft es nicht. Dann hat er da einen riesen Boden und drumherum. Er sagt, dann wird es nur abgerissen und die Wohnungen kann man nachher nicht mehr zahlen. Er sagt, er will doch auch für die Einheimischen noch etwas für. Ja. Ja, mit wo noch erschwinglich ist, ja. Der Mietzins. Ja. Das ist halt, gehen heute eine Wohnung suchen. Ja. Ich weiß. Wir sind auch verzweifelt, wo wir draussen aus. Du bist ja 64 Jahre draussen und wir 48 Jahre geheiratet dort zumal. Jetzt sind wir 56 Jahre geheiratet. Aber das war verrückt gewesen. Das Haus hat es verkauft. Das sind, wo wir drin waren, ja, so das hat es verkauft. Und die, die das gekauft haben, sie haben uns schon auch noch fertig gemacht, aber viel zu viel. 1,5 Millionen so für die Hütte. Da. Und dann haben sie gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Dann haben sie es verkauft. Und was war es? Dann haben sie gesagt, ja gut, sie haben so ein gutes Haus ziehen, dann gehen wir natürlich ein Stück. Das doppelt dann auf. Dann habe ich gesagt, das zahle ich nicht, so für ein altes Haus. Ich kriege eine Wohnung. Zum guten Glück habe ich da eine Wohnung bekommen, die billiger war, als was die unten verlangt haben. Ja, wir haben lange gesucht. Ja. Ich dachte, das erste Mal habe ich gedacht, wenn ich nur mehr Geld hätte, dass ich nicht schauen müsste aufs Geld. Oder? Das, ja, sonst habe ich nie mehr wollen. Oder?
Aber dort wohl, habe ich gesagt, wenn man nur dort her, wo man gerade wette, oder? Und nicht aufs Geld schauen muss. Ja, wir hätten das Schwein. Wir wären Fußtritt davon. Wir wären weg, ja. Wir wären weg. Das Unterland. Das billiger ist. Ja, ja. Aber jetzt sind wir happy da. Ich bin auch froh, dass ich das da nicht abfinden. Ja. Nein, das war auch eine strube Zeit mit Suchen. Das war vor das hat schon Wohnungen gehabt, das hat uns nicht gepasst. Einen weißt du noch da beim. Ja, mit den Stegen. Wenn er einen Hähnenstall rutscht, dann. Da hatte ich Angst, weil ich dann nicht mehr, oder im Alter ist. Nein. Ja, genau. Nein. Eben das sind noch gewesen, wo man hätte können. Ja. Beim anderen jetzt geheißen, nein, keine Alte, noch Junge, und die auf der Post arbeiten, oder die Angst kann man zahlen nicht, oder weiss ich was. Meine Eltern haben schon in diesem Haus gewohnt, im Neuhof. Hat das geheißen, Neuhof, oder heisst es heute noch so? Heisst heute noch. Wie ist die Adresse, Entschuldigung? Hofstrasse 1. Dann ist die Hausbesitzerin, die Frau Gluderer, ist gestorben. Und die hat zwei Töchter gehabt. Eine von denen ist da Milchmann und die andere ist in Zürich unten. Jetzt hat der Milchmann, das war ein Brose von Klosters. Und dann sein Bruder ist Verwalter von einer Bank, das Klosters, Brose. Jetzt ist das in die Erbteilung aufgegangen. Das ist ja so schnell gegangen, ich war im Militär. Und dann hat es der Brose gekauft in Klosters. Und der hat eine Frau gehabt, und das war eine von Huster, Zürcher Oberland. Jetzt ist der Brose auch gestorben. Dann hat die Frau das übernommen. Jetzt ist das gegangen, hat sie die Häuser nicht mehr wollen. Und ist dann auch gegangen, ans Verkaufen. Und dann ist da unser Bankverwalter von der Haus zu uns noch runtergekommen, im Garten, und sagt, Herr Vogel, es könnten Sie die Häuser kaufen. Da. Die Frau will die abstoßen. Gut, sagt, ja, jetzt geht das so. Ich bin dumm, ich Holz sagen. Nicht? Jetzt, das kann ich das auch nicht sagen, aber ob ich morgen könnte ihm sagen, ob ich das Geld überkomme oder nicht. Oder? Und dann habe ich dann den Schwager angerufen und gesagt, so verkaufe ich das Geld von mir, aber du hast gar keine Zeit zu zahlen. Ja gut, also, am anderen Tag ist er wieder gekommen, dann sage ich, also ich habe es geregelt, ich kann das Haus kaufen. Sagt er, also, jetzt tut mir leid, die Frau hat gesagt, das kann ja jeder kaufen. Nur kein Bündner. Ja. Jetzt hast du eins und der Ring gelegt. Ja. Das sind die Worte, die er mir gesagt hat. Und dann ist halt das wieder aber auf Uster. Hat sie gekauft. Ja. Zwei Lehrer haben sie gekauft. Gut, wir haben es gut gehabt mit denen. Wir können Vorwerker machen im Haus, was wir haben wollen. Ja, wir haben auch alles neu gestrichen. Ja, gut, das ist alles recht. Oder wenn wir etwas braucht, sagen wir einen Teppich, dann hätten sie es auch reinmachen lassen. Und wir haben es so weit noch gut gehabt. Aber dann nachher haben die auch gesagt, jetzt verkaufen müssen. Und was ist das? Auch wieder ins Unterland auf Uster runter. Und die hat natürlich gemeint, er könnte da Ferienwohnungen machen. Nicht? Und darum ist er so mit dem Zinsen so rauf. Und ich habe gesagt, das machen wir nicht. Und jetzt ist praktisch auch immer leer. Gerade über Weihnachten. Ja, Weihnachten an Ostern, sonst ist das Haus schon leer. Ja, das ist eine derartige Sache. Wir sind da gut. Ja, wir sind froh. Aber so ist es gegangen, sonst hätte ich das mehr gehört. Ja, jetzt oder sie? Nein. Ah, ja. Nein, aber nicht. Ja. Gut. Ich glaube, das wär's. Wir hoffen, ihr könnt etwas brauchen. Ja, da können wir garantiert machen. Nein, danke vielmals. Ich glaube, das war sicher gewesen, oder? Ja. Es kann aber eventuell sein, je nachdem, wie sich das entwickelt durch andere Interviews und so, dass ich vielleicht noch einmal komme und vielleicht noch so Zwischenfragen noch mal habe. Oder so. Jetzt haben wir keine Angst mehr. Jetzt wissen wir ja, wie es geht, oder? Es ist wirklich eine ganz entspannte Sache. Ohne
grosses Filmteam mit Klappen. Ja, ja, Klappe, ja. Und Make-up und so. Nein. Ja, das war's.